ganz herzlich willkommen im Kreativatelier Aufblühen, draußen im Garten wieder bei uns. Jetzt ist es Februar und ihr habt ja schon etwas davon mitbekommen, wie wir hier unseren Garten umgestalten zur Blumenfarm im Cottage Garden Style. Und ich möchte euch gerne heute mal zeigen, hier diese Konstruktion, die habe ich im letzten Jahr gebaut, und zwar hier mit Pfosten und mit Blumennetz. Und dann habe ich die einfach hier angetackert, jeweils an die Stangen. Und da ranken dann meine Wippen hoch. Und da möchte ich heute sauber machen und möchte euch daran teilnehmen lassen. Aber erstmal einige Eindrücke, wie es im letzten Jahr aussah. Ja, was gibt es heute genau zu tun? Erstmal brauche ich hier wieder meine Gartenbegutachterin, Pfote. Da ist sie, unsere kleine Dekokatze, immer auf irgendeinen Quatsch fixiert. Ich glaube, jetzt überlegt sie gerade, ob sie hier diesen Pfosten hochgehen kann. Aber wie auch immer, ich zeige euch jetzt erstmal, was ich hier vorhabe. Ihr seht, wie der Winter mein Beet hinterlassen hat. Ich habe im letzten Jahr wirklich den großen Fehler gemacht, hier billige Gartenerde zusätzlich reinzuschütten. Und das war wirklich eine schlechte Entscheidung zu dem sowieso vorhandenen Unkraut. Denn das war keine gedämpfte Erde, sodass eben hier von außen habe ich mir sozusagen das Unkraut noch zusätzlich in den Garten geholt. Das soll sich dieses Jahr ändern. Wir haben ja hier richtig guten Gartenboden bestellt gehabt. Und den werde ich dann hier so einen kleinen Kanal oder eine Rille vor meiner Konstruktion auskoffern mit einer Schaufel oder mit dem Spaten. Und da kommt dann richtig guter Kompost rein. Und da werde ich dann meine jungen Pflänzchen, meine Duftwickenpflänzchen einpflanzen, die ich jetzt schon vorziehe gerade. Genau, und letztes Jahr hatte ich hier in der Mitte ein Brett gelegt als Gartenweg. Das möchte ich dieses Jahr auch ändern. Ich habe gemerkt, dass sich da unter den Brettern sehr gerne die Nacktschnecken verstecken, und das möchte ich dieses Jahr nicht mehr. Von daher werde ich da auch einen kleinen Gang auskoffern und werde dann da Mulch hinein füllen. Genau, und ihr seht hier, die Katze hat schon wieder irgendwelche neuen Ideen. Aber man muss die Lage ja auch einfach manchmal von einer höheren Perspektive aus betrachten. Dann sieht manches schon ganz anders aus. Ja, also ich entferne jetzt einfach das Brett und dann werde ich mit meiner Grabegabel erstmal hier so ein bisschen die Erde oberflächlich lockern. Ich will gar nicht so die Bodenschichten groß bewegen und umgraben, sondern einfach nur, dass ich das Unkraut leichter rausbekomme. Genau, und dann verschwindet natürlich hier die alten Duftwicken. Ihr seht hier diese ganzen vertrockneten Triebe. Ich habe die extra stehen gelassen, weil manchmal auch da sehr gerne die Wildbienen im Winter ihr kleines Nest bauen oder sich darin aufhalten. Von daher sollte man auch zum Beispiel Gräser oder irgendetwas, was in die Höhe geht, gar nicht immer schon gleich im Herbst abschneiden. Und jetzt zeige ich euch mal ein großes Problem in unserem Garten. Ihr seht diese ganzen Gänge hier unter dem Brett, was da lag. Und das sind meine heißgeliebten, in Anführungsstrichen, Wühlmäuse. Ja, die fressen wirklich unglaublich gerne und leben hier unglaublich gerne, zu meinem großen Leid. Ja, dieses kleine Stück hier hat mich jetzt doch ganz schön in Schwitzen gebracht. Da würde sich mein Lieblingsgärtner schon kaputt lachen darüber, weil der natürlich ein bisschen mehr Power hat. Auf jeden Fall seht ihr, dass ich jetzt in etwa hier den Mittelgang gemacht habe, ausgekoffert habe. Was ganz hilfreich war, dass ich mit dem Rechen rechts und links die Erde ein bisschen begradigt habe und in der Mitte, das ist genau jetzt eine Rechenbreite, da bin ich dann einmal mit durchgegangen.
Und jetzt möchte ich gerne eine Unkraut-Fließfolie, möglichst aus Gewebebänder, die ist wasserdurchlässig und trotzdem kommt das Unkraut da eben nicht durch. Und das muss ich allerdings noch bestellen. Ich habe zwar eine, aber die ist mir von der Stärke ein bisschen zu dick und habe gemerkt, dass ich meine kleinen Setzlinge da schlecht reinsetzen kann. Von daher muss das Ganze jetzt erst noch mal ein bisschen warten. Die Folie lege ich dann auch über meinen kleinen tiefer gelegenen Gang, damit eben auch da wirklich ich möglichst wenig Ärger mit Unkraut in diesem Jahr habe. Ja, ich habe euch jetzt mitgenommen in unsere kleine Anzuchtsstation. Und zwar habe ich hier in meinem Eimerchen Anzuchtserde, die habe ich so fertig gekauft und habe einfach Wasser dazu gegeben. Und zwar so, dass das Ganze so wie so ein bisschen matschig wird. Aber es darf nicht zu nass sein, aber auch nicht zu trocken. Ihr hört das an diesem Geräusch. Ja, also man hört die Feuchtigkeit, man sieht auch die Feuchtigkeit ein bisschen, aber es darf nicht zu siffig werden. Und jetzt kommt meine Erdballenpresse ins Spiel. Und zwar gibt es die in zwei Größen. Einmal gibt es die als Mikro 20. Das heißt, ihr habt hier 20 kleine Erdballen. Und so spare ich mir. Also das ist ein Ersatz für kleine Zuchttöpfchen. Egal ob Plastik oder ob Papier. Und hier braucht ihr praktisch wirklich nur dieses Gerät und die Erde. Und es entstehen feste Ballen, die ihr dann auch genau so in euren Garten setzen könnt. Das macht natürlich den Reiz aus und ist sehr umweltfreundlich. Und diese kleinen Kästchen hier, diese Mini-Ballen, wie gesagt 20 Stück, das ist eine Größe von 1,7 x 1,7 cm. Und von diesen großen, da habt ihr einen kleinen Erdballen von 5 x 5 cm. Und das Tolle daran ist, dass ihr zum Beispiel zuerst kleine machen könnt, also kleine Erdballen, die ihr dann später, wenn die richtig schön durchwurzelt sind, in diese großen reinsetzt. Also hier sind sozusagen Löcher drin, ich zeige euch das gleich mal, da gibt es so verschiedene Einsätze nochmal. Und dann geht es einfach nur darum, dass ihr hier, ich muss jetzt für meine Wicken, es geht ja ums Thema Wicken heute, hier schön hinein setzen, muss das mehrfach machen, weil zum Teil fällt das auch wieder raus. Und ich mache das so lange, bis das richtig schön fest ist in meiner Presse. Und dann nehme ich hier so einen alten Pfannenheber und verstreiche die Erde da nochmal, mache die von außen ab. Nimm dann ein Behältnis, hier habe ich so kleine Trays, am besten sind aber noch so Art Tabletts, da kann man am besten auch mit wässern. Und dann setze ich die da rein, gehe dann hier mit meinem Hebel hoch, ein-, zweimal. Ja, und hier könnt ihr genau das sehen, was ich euch eben sagen wollte. Ihr seht hier diese Löcher und das ist genau die Größe von meinen kleinen Mikroerdbällen. Das heißt, wenn die irgendwann durchwurzelt sind und die brauchen mehr Erde, dann packe ich die einfach hier in die jeweiligen Lücken rein. Und das ist natürlich richtig pfiffig. Ich habe jetzt 32 kleine Erdballen vorbereitet. Und jetzt nehme ich meine Wicken, die habe ich aus eigener Ernte von letztem Jahr, mir gesammelt und aufbewahrt jetzt über den Winter. Und da packe ich immer zwei Stück einfach davon hier in die Mitte. Das geht bei den Wicken ganz prima, weil die eben sehr groß sind. Bei vielen anderen, wie zum Beispiel Rittersporn oder auch Rittersporn oder was habe ich gestern, Ami genommen. Das ist so ein bisschen wie wilde Möhre. Da sind die Samen unglaublich klein und da nehme ich dann immer einen Zahnstocher, befeuchte den ein bisschen und gehe dann wirklich mit den ganz kleinen Samen in die dann aber auch kleinen Erdballen. Das sind ja jetzt hier die großen. So, jetzt habe ich hier schon jeweils zwei reingesetzt und dann mache ich hier einfach, gehe ich hier mit dem Rest von meiner nassen Erde hier einmal kurz drüber, fülle die Löcher und dann geht es auch schon weiter zum nächsten Tablett. Und die Wicken gehören zu den
Blumen, man nennt die Cool Flowers. Das ist ein Begriff, den es schon länger gibt, aber Experte dabei ist eine Amerikanerin, eine Flower Farmerin, die heißt Lisa Mason Sigler, von der habe ich hier auch diese Geschichte oder diese Idee mit der Erdballenpresse. Und zwar sind das Blumen, die unter kalten Umständen, kalten Temperaturen am besten wachsen. Ja, hier habe ich eine Wärmematte. Hier kann man sehen, auf wie viel Grad die gerade eingestellt ist, und zwar auf 25. Und das ist so die beste Temperatur, wie die Wicken am schnellsten keimen. Ja, und ihr seht hier meine Duftwicken, die ich am 3.2. gepflanzt habe. Heute ist der 8. Das heißt, innerhalb von 5 Tagen sind die jetzt hier bei der Gradzahl, die ich genannt hatte, 25 Grad, am allerschnellsten gekeimt. Aber wie gesagt, etwas länger dauert es, aber sie können auch draußen keimen. Und immer wenn von einem Tablett hier 50% schon an Leben hier sich das Leben zeigt, also hier diese kleinen Sprossen rauskommen, dann können die eine Etage höher ziehen, und zwar ist das hier oben drüber mein Wachstumslicht. Da steht schon was. Muss man eben gucken, das sind Kornblumen. Und da packe ich jetzt meine Duftwicken gleich mit dazu. Ja, ich habe jetzt hier meine 32 Erdballen auf die Wärmematte gestellt und gehe jetzt mit meinem Temperaturfühler da rein in einen Ballen. Und dann wird die derzeitige Temperatur hier an den Temperaturregler, jetzt im Moment sind es da gerade 15 Grad drin, und ihr seht, wie die Zahlen steigen, dass es nachher eben auf 25 Grad ist. Ja, und dann habe ich hier eigentlich so ein Küchenofen-Abkühltablett. Das stelle ich dann einfach oben drüber und kann dann Saaten, die ich ausgesät habe, die eben nicht 25 Grad, sondern etwas weniger brauchen, einfach dann noch eine Etage höher einsetzen, und dann habe ich gleich ein wenig Platz gespart und nutze das so richtig schön aus. Ja, ich nehme einfach immer ein Stück Krepppapier, klebe das dann an den Rand und schreibe dann drauf, was ich da gepflanzt habe. Jetzt in dem Fall Duftwicken, das war halt aus eigener Ernte. Sonst würde ich dann auch nochmal den Sortennamen hinschreiben. Dann schreibe ich hin, wie viele das sind, 32 Stück. Und ich habe die hier auf die Wärmeplatte gestellt am 8.2. Und dann kann ich immer sehen, wie lange die brauchen, um zu keimen. Und dann geht es eben weiter eine Etage höher unter das Growlight.